Раз, два, три. Давай. Ja. Das war keine Kritik von Joris Klose. Ich habe mit Joris Klose heute gesprochen und die Kritik in den Zeitungen stimmt nicht und ich habe mit denen ausgesprochen und die Meinung von Miro ist mir wichtig und was in Zeitungen stimmt, war einfach falsch. Was geht ab, meine Freunde? Euer Genialwalk 3 am Start. Heute wieder ein richtig, richtig geiles Shoot'em-up mit zwei richtig geilen Legenden, deutschen Legenden. Einmal Lukas Podolski und das zweite Mal haben wir bei Tristan aufgenommen mit dem Tots Schweinsteiger. Sehr, sehr spannendes und krasses Spiel. Das ging auf jeden Fall länger als 90 Minuten. Mehr sage ich nicht dazu. Es war einfach nur richtig, richtig, richtig spannend. Ein bisschen Momentum war dabei und ja, das ist eigentlich einer meiner Lieblingsaufnahmepartner. Das ist einmal der Tristan, der darf sich gerne mal vorstellen. Wie dumm kann ich sein? Ja, willst du ein bisschen Haare zupfen, ja? Okay. Ja, werden wir mal sehen, ob ich wieder deine Milch lecken darf oder nicht. Gut, das geht ein bisschen zu weit wieder. So, dann würde ich sagen, kannst du ja schon mal raffeln. Stopp! 4, 3, 2, 1. Oh, schön. Hm? Yes! Dreierkette. 3, 4, 2, 1. Ja, ich habe immer irgendwie das Glück. Ja. Ja, aber trotzdem. So, meine Freunde, wir machen hier die ersten Positionen. Ich wieder mit einer Dreierkette. Man kennt ihn natürlich auch nur so eine schlimmste Dreierkette, die man haben kann. Und ja, wir sehen uns bei den ersten Positionen. So, Leute, jetzt seht ihr wahrscheinlich das erste Mal mein Gesicht. Meine Begrüßung und alles habt ihr nicht mitbekommen, weil ich, naja, ich will jetzt nicht sagen zu dumm. Doch, ich war zu dumm, den Startknopf zu drücken zum Aufnehmen. Deswegen, hi Leute, ich bin's, die Kuh. Und wir fangen jetzt schon direkt an. Also ich werfe euch jetzt direkt ins kalte Wasser und ich frag mal, was bei dir jetzt geschossen wird. Ja, bei mir habe ich einmal den rechten Stürmer und den linken Stürmer. Also LS und RS. Ja, genau wie bei mir. Das heißt, wir nehmen jetzt bei dir den LS und dann nehme ich die Nummer 4. Die Nummer 4? Nagai. Aber schon mal ein gelber Link für Poldi. Und er ist nämlich die 2. Die 2. Leroy Sun, nee. Oh, guck mal, Poldi auf Full Cam. Poldi auf Full Cam, nicht schlecht. Bei mir genau das gleiche. Linker Stürmer und rechter Stürmer. Okay. Linker Stürmer nehme ich die Nummer 1 und rechter Stürmer nehme ich die Nummer 4. Okay, das sind Schürrle und Viktor Ibabo. Nein. Also auch bei mir, Lukas Podolski befindet sich auf voller Chemie. Sehr schön. Ah, Schürrle, fuck, mit Schürrle kann es jetzt richtig gut gehen. Saustark. Gut, ich würde sagen, wir bauen weiter und tut mir nochmal leid, dass ich die Aufnahmeknopf nicht drücken musste. Mal gucken, was Eugen sich Schönes einfallen lässt, um das zu überbrücken. Und ich würde sagen, bei mir ZM und bei dir, was kommt jetzt bei dir? LM und ZM. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, meine Freunde, weiter geht's mit der wilden Fahrt. Der Tristan hat bei mir natürlich richtig, richtig übel geschossen mit den linken Mittelfeldspieler oder LS, irgendwie Nagamatomo, weiß ich nicht, auf jeden Fall irgendein Japanese. Ich weiß, das heißt Japaner, aber ich finde Japanese besser. Und ich fange mal an, du hast zwei ZMs, ne? Genau, du musst erst den linken ZM machen, dann machen wir einen kurzen Cut und ich tausche nochmal ganz kurz durch, weil es ja zwei ZMs sind, was ein bisschen dumm ist, aber gut. Okay, ich und nehme los. Den ersten, nehme ich die 2. Okay, das ist David Luiz, also der passt leider gar nicht rein. Alter, den David Luiz? Ja. Den 90er. Tor, korrekt. Arschloch. So, jetzt wechseln wir ein bisschen durch. Ich kann es kurz cutten, ne? Ich muss eh kurz umstellen, also passt schon. Ja, dann stell doch um, ich werde nicht cutten.
Eiskalt. So eiskalt bist du. Du cuttest hier einfach nicht. So, ich glaube, das sollte so okay sein. Mhm. Spanien, Deutschland, ja. Ja, okay. Okay, und dann nehme ich die Nummer 4. Das ist okay. Vielen Dank für die Blumen. Das ist der gute Castro. Das ist mein erster Perfect Link zu André Apfelschörle und damit auch mein erster Game Changer. Dankeschön. Bitte. So, dann was bei dir war, links Mittelfeld und ZM? Linkes Mittelfeld und rechtes Mittelfeld. Okay, dann nehmen wir beim linken Mittelfeld die 5. Auch ein Perfect Link, oder was? Nein, Neymar. Du hast auch Bock, ne? Ich hab richtig Bock, ja. Und im rechten Mittelfeld will ich nochmal die 5. Nochmal die 5. Okay, das ist Bellarabi. Das ist okay. Das ist okay, ja, der linkt mit Sané. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, nächste Position. So, Leute, es geht weiter. Und zwar bei beiden Seiten, glaube ich, mit dem rechten ZM und dem... du hast den rechten Innenverteidiger, ich den rechten Verteidiger. So war das, ne? Genau, genau. Dann nehmen wir den rechten Innenverteidiger und guck mal tief in die Kamera und ich gucke in deine Augen und ich sehe, du hast Angst, dass ich die 2 nehme. Der war richtig, richtig nice. Oh, oh. Also, ich meine, von... deiner Sache. Ach so. Und Titchi getroffen. Okay, okay, der passt da noch nicht so gut rein, ne? Überhaupt nicht. Gut, und dann machen wir aus deinem rechten ZM, machen wir die 5. Willkommen, Bender, Perfect Link is da. Hast du auch deinen ersten? Scheiße. Ja, meinen ersten. Boah. Shit. Gut geschossen, gut geschießt. Respekt. So. So, Mittelfeld. Ja. Mittelfeld. Ich mach mal genauso wie du. Ich mach Mittelfeld, die 5 und Verteidiger, die 2. Das ist James Rodriguez. Nein. Und Lichtsteiner. Ah, oh, Lichtsteiner. Der passt halt Juventus. Gar nicht rein. Der passt da gar nicht rein. Ich bin auf 40 Chemie, ey. Oh. Ich hab 41, yay. Und damit hast du mir viele Perfect Links kaputt gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Sehr gut, das ist gut, das ist gut. Stell dir mal vor, ich hätte einen Deutschen getroffen, hätte ich weiß jetzt nicht was gemacht. Ja, dann hätte ich jetzt richtig loslegen können, aber gut, so bleibt es leider so und dann suchen wir uns die nächsten Positionen aus und weiter geht's. Genau, alles klar. Ich, okay. 3, 2, 1. Was soll ich dazu sagen? Mehr als tief atmen kann ich nicht. Es sieht so, so blöd aus. Ich will nicht das andere Wort benutzen. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange an zu schießen. Du hast dein Mittelfeld auch noch, ne? Innenverteidiger und linker Verteidiger. Achso, Innenverteidiger. Okay, Innenverteidiger nehme ich die Nummer 4. Und die andere Position nehme ich die Nummer 3. Boah. Gut? Nee. Klischee und Marquinhos. Marquinhos ist jetzt wieder eine absolut tote Karte da. Boah, du hättest so viele gute Sachen treffen und da machst du mich hier so fertig, ey. Wow. Scheiße. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, bei dir war's? Bei mir war's der letzte ZM und der mittlere Innenverteidiger. Gut, dann nehmen wir den Innenverteidiger, die Nummer 1. Ja. Perfect Link? Ja. Das ist der Tar. Und die 5 nehmen wir beim anderen einfach. Die 5. Ja, ist Kimmich, der passt überhaupt, naja gut, er passt schon rein, aber Neymar und ja. Ist nicht auf Fullcam. Boah, eklig, eklig. Ich habe gerade mal 55 Chemie. Ich habe 60. Das ist halt gar nichts. Und bei mir sind noch 2 Positionen offen und die linken gar nicht mal so krass. Oh, okay. Naja gut, du musst aber noch bedenken, du musst noch deine Spiele umtauschen, ne? Also auf LF und RS. Stimmt, ja. Gut, ich würde sagen, letzten beiden Positionen und dann wird's eklig. Richtig. Bis gleich. So, Leute, das ist noch das absolute Chemie-Chaos bei mir. Was ich hier noch rauskriegen will, das weiß ich selber noch nicht. Aber wir fangen erstmal an und ärgern den Eugen ein bisschen. Und zwar fange ich an mit seinem Torhüter. Mhm. Und da hätte ich gerne die 4. Aha. Okay. Bernd Leno. Passt es? Ja, perfekt, oder? Ja, perfekt Link, ja. Und die 2. Und die 2. Ja, ist Naldo. Wie viel Chemie hast du jetzt schon insgesamt? 81. Ja, Alter, ey. Und ich habe 3 Links. Ja. 3 Perfect. Ich habe einen. Du hast einen, okay. Und ich glaube, es wird sich auch jetzt nicht ändern.
Oh, okay. Du hast auch Torwart und Ja. Innenverteidiger, ne? Okay, zweimal die drei. Ist mal Basali gut. und Areola. Oh, aber Riola passt gar nicht rein, oder? Doch, zu Marquinhos halt ein grüner Link, ne? Ja, stimmt, Marquinhos hast du auch noch. 81 Oh. Chemie habe ich jetzt auch. Ah, nice. Aber ich darf nur einmal tauschen. Beim guten Eugen sind es drei. Und dann gucken wir gleich mal, Drei. was dabei rauskommt. Eieiei. Genau. Bis gleich. So, Leute, ich habe leider nur einen Game Changer. Beim Leven Genia sind es drei. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was ich gemacht habe. Ich habe James Rodriguez ausgetauscht gegen Khedira. Komm so auf 89 Chemie, mach wenigstens so noch Lichtsteiner und Basali glücklich. Und ich guck mal, was der liebe Genia jetzt macht. Boah, das ist aber ärgerlich, ne? Ja. So, ich habe lange überlegt, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden. Einmal Marquinhos für Naldo. So kommen natürlich Neymar und Marquinhos auf Fullcam. Dann habe ich Marc Bartra genommen für Umtiti. Und da seht ihr schon 98 Chemie. Und ich habe nochmal Horn für Leno, weil Leno gefällt mir überhaupt nicht in FIFA 17. Ihr kennt ja die Livestreams. Und so komme ich auf 97 Cam. Und ich bitte dich, Tristan, mein Engel, misch mal durch. Ich möchte dir einen Bronzespieler reinsnacken. Habe ich schon. Hast du schon? Du hast die 4-3-2-1. Korrekt. Poldi ist ja eh im Sturm geschützt, den darf man ja nicht. Ich würde den linken Innenverteidiger nehmen. Gut, dann spiele ich ohne André Apfelschürle. Ja, geil! Vorne hast du auf jeden Fall schon mal. Boah, vorne sieht so mies aus jetzt. Wow. Okay, ich lade dich ein. Ja, ich muss noch wieder umstellen und so, dann würde ich sagen, bis gleich, ne? Genau. So, meine Freunde, jetzt bin ich gespannt. Sieht doch nicht schlecht Das aus. hier sieht auch eigentlich ziemlich öde aus, muss ich sagen. Ja, also, es könnte besser. Aber dieser Torwart, dieser Aurelio, der kann keine Longshots abwehren. Es kann kein Torhüter Longshots abwehren. Ach, Timo Horn hast du Außer genommen. Manuel Horn ist Neuer. cool, Horn ist Ja, cool. Horn ist cool, ja, den feiere ich. Weil mit Leno habe ich so schlechte Erfahrung. Ich habe ihn nur genommen für den Perfect-Link. Hast ihn nur ausgenutzt, wie eine Nutte. Genau. Oha, wir So. müssen ja hier Genau. zuschauerfreundlich sein. Los geht's. Oh, Riesen-Ibabo. Er ist echt verdammt groß. So, nochmal in den Rückraum legen und Butolski. Oh. Mann, Alter. Eigentlich macht er den blind, ne? Es ist nicht mein FIFA-Tag, glaube ich. Oh, Ich Alter, will diese, erste Torchance. ich will diese behinderten Weitschüsse. Nicht schon wieder. Boom! Bata. Voll auf Oh Mann, mein Gott, ey. das war ja gar Richtig nichts. beschissener Schuss. Ey, was ist denn das? Hast du mich. Was? Was? Niemals! Guck uns das mal kurz an. Ne. Maps. Nein! Was? Gucken wir uns noch mal kurz an. Sonst schieße ich hier daneben, weil das echt überhaupt nichts war. Na, das war was. Ja, komm, dann lass mich doch schießen hier. Oh, Boah, Alter, stark. stark. Scheiße, ich habe jetzt einmal weniger und Dreierkette. Alter. Jetzt hast du natürlich Ja. auch nicht Platz. Oh! Oh! Oh, Oh! Alter. Das ist doch nicht mal ernst! Wie geht das? Podolski! Ja, wollte mal probieren. Ja. Das war jetzt die letzten 5 Minuten das Boah, Interessanteste. ist das stressig gerade. Junge, ey. Oh, ey, jetzt Das habe ich ist mir gerade den heftig. Stöpsel aus dem Ohr gezogen, ey. So was Behindertes, ey. Komm. Oh, ich würde gerne einen da hinstellen, aber ich darf nicht. Was war es, der linke oder rechte? Sag ich dir nicht. Ich glaube, der rechte. Nee, linke müsste das sein, wenn Ibarbo immer so viel Platz hat. Hey Jungs, was soll das? Nein. Parker! Nein! Horn, Alter, Horn Junge! ist eine Legende, ey. Ist ja unglaublich. Tach mit dir mit der Brust an. Easy, kein Problem. So, jetzt. Was war das für ein Scheißpass? Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Aber der Bender, der ist nicht schlecht, du.
Oh, bitte jetzt nicht. Nein, 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 nein. Leroy Sané ist da. Kann mir jemand sagen, was er will, aber das gibt's doch gar nicht. Es ist unglaublich. Es tut mir so leid. Ah. Mir. Wieder faul. Bitte jetzt Mann, Parker! Oh. Also langsam muss der Ball echt mal rein. Das gibt's doch gar nicht. Ich finde es gut so wie. Oh. Aber der hat. Nein! Nein, das ist typische Dreierkette. Er verkackt. Ja! Nein, er macht nicht! Er smettet! Alter, ich hatte gerade so scheiße in der Hose. Ey, das macht mir. Den richtigen Bolzen, wa? Oh Gott, wie peinlich. Aber gut, passt schon. So, komm. Weiter. Alter, jetzt schwimme ich. Jetzt schwimme ich. Ah, vielleicht werden deine Spieler langsam müde. Oh, 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 oh. Boom! Alter, schönes Ding. Mann, stand der frei da. Es kann doch nicht sein, dass wir immer in die Verlängerung müssen. Es kann doch beim besten Willen nicht sein. Boah, Alter! Weil will ich in dein blödes Tor rein? Also klar verdient. Beziehungsweise, was heißt klar verdient? Also du musst führen, das meine ich damit. Ja, muss ich eigentlich echt. Meine Spieler sind tot, ne? Ja, das ist schon mal gut. Khedira ist völlig im Arsch. Oh nein, 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 nein! Oh. Guck mal. Oh, warum pfeift er mir denn sowas ab? Der behinderte Mongol. Schiedsrichter, ey, ich krieg hier doch eins zu viel. Also die erste Verlängerungshalbzeit ist für mich. Ja. Aber das war's auch mit dieser einen Schuss. Passiert ist ja nichts. Die Spieler sind müde, hier geht nichts mehr. Och, Podolski! Einmal den Ball. Podolski! Einmal den Ball ordentlich annehmen, Meister. Wie oft habe ich ihn jetzt schon in der Mitte angepasst? Schon 3 oder 4 Mal. So, komm. Nein. Podolski! Ja! Yeah! Oh. Guck mal, da liegt Horn noch tot, wie erschossen auf dem Boden. Oh. Durch so eine Ping-Pong-Aktion kriegt Podolski den Ball nochmal, ey. Unglaublich. Ja. So, komm. Und da macht er den. Nein, nein. Nicht durch den. Nicht durch den. Oh Gott! Hä? Was war das gerade? Ja, sag mal. Ach, ist vorbei. Was? Niemals! Er gönnt mir nicht mal den letzten Angriff. Oh Gott. Was für ein durchtriebenes, durchaus merkwürdiges Spiel. Alter, Podolski hat bei mir eine 6,4. Das war das Schlechteste auf dem Platz. Ja, bei mir würde er wahrscheinlich eine gute Note kriegen, der Vogel. Ja gut, Bartra 5,5, weil er gleich in den ersten 20 Minuten rot gesehen hat. Aber, also ich muss sagen, echt verdient. Ja, ne? Was willst du dazu sagen? Diesmal fand ich es auch okay. Ach, ja. Sei froh, im Endeffekt ist es dann nur 2-1 geworden. Aber abstoßen ist abstoßen, würde ich sagen. Ne? Und das werde ich trotzdem genießen. Ja, tu es. Ich misch durch und dann sage ich dir Bescheid. Das finde ich schön. Das gefällt mir. So, Leute, nun kommt es noch ganz fix zum Abstoßen und ich habe mir schon eine Position aufgeschrieben gehabt, bevor das hier überhaupt losging. Und ich bin dabei geblieben, das wird der linke Mittelfeldspieler. Oh, oh. Na, wen habe ich getroffen? Neymar. Ja, Leute. Warte. Was hast du gemacht? Welche Position? Linkes Mittelfeld. Okay, meinst du LM oder? Nee, ich meinte LM sogar. Ach so! Boah, Gott sei Dank, hab ich noch gesagt, das ist Bellarabi. Schade. Sonst hättest du den Zweiersten abstoßen müssen, ne? Ja, weil Neymar ist linkes ZM. Ach so, ah. Oh, linke Mittelfeldspieler. Boah. Boah. Alter, ich habe so einen Bolzen in der Hose. Oh, Junge. Scheiße. Naja, hab ich ein bisschen geprankt. Ne? Prank! Und ich dachte schon, ich habe schon geweint und mich gefreut und schon Freudensprünge gemacht, Champagnerflasche aufgemacht, ne? Und dann sowas. So, was hat er mich gekostet? Bellarabi 2000. Ich verkaufe ihn jetzt für 664, also 1400 Euro Verlust. 1400 Euro Ja, meine Freunde, das war's mit Shoot'em Up, Poldi gegen Schweini. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vergiss nicht, alle zu Tristan rüberzugehen, ihn zu supporten. Ihr wisst das, ich brauche jetzt ja nicht jedes Mal sagen. Und ja,
Das war's von mir. Ich bedanke mich für die Aufnahme und du hast natürlich die letzten Worte. Hat wieder super viel Spaß gemacht, war ein super krasses Spiel. Es ist unglaublich. Und wir haben noch die zweite Folge, dürft ihr nicht vergessen. Das Spiel war nochmal eine Spur anders, würde ich sagen. Und da sind ein paar stärkere Spiele abgestoßen worden. Also das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Ich würde sagen, ich bin raus und